Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Letztes Mal hier wieder angekommen, hier wollen wir auch ganz schnell wieder weg. Ich habe meine Zweifel, dass wir hier noch großartig irgendwas reißen können. Deswegen, wir laufen jetzt das Labyrinth einfach mal weiter durch. Wir klappern jetzt jeden Raum ab, ob ich irgendwas übersehen habe, ob ich irgendwie... Ja, es ist ja auch gut möglich, dass ich in irgendeinen Raum nur mit irgendeinem neuen Zauber was machen kann. Jegamide. So, wir sind, glaube ich, von da gekommen und hier reingelaufen. Das heißt, wir gehen jetzt mal gleich hier rum. So wie ich dieses Spiel mittlerweile kenne, ist es wahrscheinlich so, dass ich in irgendeinem Raum irgendwas vergessen, übersehen oder sonstiges habe. Oder aber schlicht und ergreifend mit den Zaubersprüchen zu der damaligen Zeit nicht alles machen konnte. Ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Jegamide. In der letzten Folge habe ich noch groß rumgetönt. Ja, ich kann die Karte lesen. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Das ist schön. Ich habe aber keine Karte dabei. Ergo, weiß ich auch nicht, wo ich bin. Na, hier komme ich ja gerade her. Jegamide. Aber das ist gut. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Zumindest zum Teil. Genau, hier sind wir wieder. Da habe ich auch eine Karte, da kann ich jetzt mal nachgucken. Wir sind gerade von da gekommen. Sind wir hier rum? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde kreativ. Ich zeichne eine Runde. Moment. Das Bild könnt ihr denn irgendwann auf Twitter sehen, damit ihr mal seht, wie... Scheiße, nein, das zeige ich nicht bei Twitter. Das kann man keinen antun. Sieht eher aus wie Strichmännchengehabere. Aber ich möchte gerade mal eine grobe Richtungsgeschichte haben. Damit ich nicht ewig und drei Tage mich verlaufe. Das geht mir nämlich langsam echt auf den Sender. Zack, da geht's hoch. Jetzt vermale ich mich schon beim Kater abmalen. Ist das geil? So, ich weiß, ein Screenshot hätte es wahrscheinlich auch getan, aber nö, ich will jetzt mal gerade kreativ sein. So, kann man das als Flamme erkennen? Ihr müsst es nicht erkennen, ich muss es erkennen. Und ich erkenne es nicht. Wer soll daraus denn schlau werden? Ach, Goro, ernsthaft? So, da ist dieser komische Pfeil. Hier oben ist das Auge. Noch ein paar Wimpern drum, damit ich sehen kann, es ist ein Auge. Hier gegenüber geht es einmal runter. Dann geht es hier, hier und hier. Dann bin ich da. Das werde ich im Leben nicht irgendwie nachmalen können, also... Mal kurz mit einem Kugelschreiber verrutscht. Und schon kann man denken, das ist geplant. Da unten ist auch noch ein Auge. Blub, blub, blub. So, so, so. Ja. Kann man mal machen, ne? Ich muss aufhören, den Kopf zu bewegen, weil meine Kopfhörer, die ich mir vor kurzem neu gekauft habe, noch so neu sind, dass sie mich anquietschen. Das nervt. Tierisch. So. Ich glaube, das kann ich so lassen.
Ich würde mich sowieso verlaufen, aber ich kann wenigstens semi-professionell wirken. Yegami-De. Jetzt wäre es interessant, ob hier gleich um die Ecke wieder das komische Rindvieh auftaucht. Nein. Der bleibt tot. Das ist schön. So, also in diesen Raum muss ich definitiv rein. Da geht's nicht lang. Yegami-De. So, in diesen Raum muss ich rein. Dann mache ich hier mal Steine vor, damit man sehen kann, da komme ich nicht durch. Also geht es hier weiter. Links rum, rechts rum. Und hier komme ich nicht rein. Das ist blöd. Ja, da drin ist auch nichts, aber... Moment, ich habe hier doch eben irgendwo Wasser gehabt. Yegami-De. So, was sagte ich jetzt? Links rum, rechts rum. Und hier sind dann auch schon Steine. Also bleibt mir nur der Weg komplett außen rum. Ich musste mich gerade mal orientieren. Moment, ich blicke mal in Richtung der Steine. Yegami-De. Yegami-De. So, Blick Richtung Steine. An den Stein vorbei und die danach rechts rein. Was auch zu Stein führt. Toll. War hier Wasser irgendwo in der Nähe? Muss mich orientieren. Yegami-De. Also die erste rechts rein sind auch Steine. Und der zweite Gang, den habe ich gar nicht eingezeichnet. Ich, Intelligenzbolzen. Aber hier bin ich, glaube ich, richtig. Indem ich jetzt hier rechts gehe. Yegami-De. Und wir gehen mal jetzt geradeaus hier. Yegami-De. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder? Bzzz. Yegami-De. Lassen wir die erstmal vorbeispazieren. Das ist jetzt nicht ganz so die Stelle, wo ich es erwartet hätte. Tial-Uda. 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 Sag nix. Yikes! Okay, nein, da will ich definitiv nicht hin. Was ich aber machen kann, ich kann da vorne hinlaufen, weil die Räume, die wir erkundigen müssen, waren relativ weit hier am Anfang. Also gehen wir doch von hier aus mal wieder los. Hallo? Yegami-De. Wir gehen aber mal hier links rum. Hier gehen wir erstmal rein. Welcher Raum war das hier? Das war der Heilungsraum. Da mussten wir nicht hin. Haut ab. Yegami-De.
Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da. Das war dieser Raum. Wir gehen nochmal weiter. Ah, hier. Ist eigentlich auch fast schon der Raum, wo ich hin wollte. Namet Atul. Weil hier wollte ich nochmal gucken. Das war mir beim letzten Mal zu wenig. Namet Atul. Tial Uda. Könnte es nicht immer so geil laufen wie jetzt? Bin ich hier eigentlich jetzt? Wo zum Henker bin ich? Wir speichern. Sicher ist sicher. Tial Uda. Ich weiß, wo wir sind. Jackpot! Das ist nämlich der zweite Wagenraum. Hier mit Tial Uda. Ektulome. Gut, wir haben in den einen Raum schon gelernt, dass es irgendeine Reihenfolge gibt. Gibt's ja nicht so tolle Bilder wie beim letzten. Irgendwie nicht, nein. Okay, das sind zwei unterschiedliche. Es wäre jetzt schön zu wissen, welchen wir nehmen. 2, 2, 3. Macht das Sinn? Eins, zwei, drei. Das sieht mir ein bisschen so aus wie der andere Raum. Ist das hier jedes Mal eine Option? 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3. What? Oder ist das hier? Okay. Also wir halten uns jetzt erstmal hier an. 2, 2, 3. Die sind jetzt ganz oben. OB, ups, OB Kinu. Hey, das war zu weit. Aber Moment mal. OB Kinu. Damit öffne ich alle drei. Ist das immer so? OB Kinu. Damit nur zwei. OB Kinu. Damit nur ein. Ah. Okay. Es wäre jetzt wirklich mal nice to know. Ah. Komm mal, nehmen wir doch das hier. Scheiße. Naja, gut. Also, 1, 2, 1. Den ein, den zwei, den eins. Können wir aber nicht machen. Der öffnet alle drei. Den mache ich einmal auf, bin ich auf eins. Dann muss ich den in der Mitte noch einen runter machen, was ja nicht geht, weil ich den dementsprechend mit anhebe. Tial Uda. Tial Uda. Ach, der hat einen separaten Schalter auch noch. Was ist das denn?
Notem Atul Opun. Namet Atul. Namet Atul. Ach. Sieh mal einen an. Wenn ich jetzt so mache, fließt kein Wasser mehr. Damit kann ich arbeiten. Wie mache ich das denn jetzt? So. Namet Atul. So. Obe Kenu. Das war jetzt jeder einer. Und jetzt, pass mal auf, jetzt kommt der Clou. Namet Atul. Ist die Vase dafür schwer genug? Obe Kenu. So, schwere Vase. Namet Atul. Ey, Namet Atul. Eins, zwei, eins. Obe Kenu. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Brauche ich das jetzt noch weiter? Nee, ne? Obe Kenu. Wo war denn jetzt der Ausgang hier? Ich hier richtig? Ja. Links rum, oder? Links. Links, links. Hackengas! Lauf, Kollege! So. Yegamide. Erstmal eine Runde Heilung. Und dann speichern, bevor es weitergeht. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt wird schwierig. Möchte ich, dass das Tor offen bleibt? Dann laufe ich nämlich nochmal zurück und hole mir noch eine Kugel. Oder porte ich da jetzt einfach durch? Muss ich nochmal zurück? Ich habe hier einen Save Point. Ich muss nur dran denken. Moment, machen wir es mal anders. So. Dann werde ich nämlich für den Fall der Fälle, dass ich doch das Tor hätte geöffnet lassen müssen. Kann ich hier dann nochmal zurück. Es war dann blöd, aber nützt ja nichts. So, nichtsdestotrotz, wir machen hier jetzt gerade mal Schluss. Nächste Folge probieren wir das Ganze denn hier aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.